1989, Wende in der DDR. Ein Jahr später, die Wiedervereinigung. Dies bedeutete für viele hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit das Aus. Es schien, als ob 40 Jahre Agententätigkeit umsonst gewesen wären. Sinnlos schien das Anlegen von Tausenden von Kilometern von Akten. Doch nicht ganz. Ein paar kluge Köpfchen unseres Ministeriums haben sich eine Verwertung für das Material einfallen lassen. Die Schubladen Amigo Show. Gefällt Ihnen ein Gesicht oder eine Frisur eines Prominenten nicht, dann schreiben Sie uns. Wir haben genügend Beweismittel über Verbindungen von Prominenten zur Stasi. Schreiben Sie an den ersten deutschen Chaotenkanal, Kennwort Schubladen Amigo Show, Buxtehude 13 13 13. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Schubladen Amigo Show. Kommen wir gleich am Anfang zur ersten Runde, um den ersten Verlierer des heutigen Abends zu ermitteln. Hier ist eine Trommel mit Einsendungen unserer Zuschauer. Und ich werde jetzt mal die Glücksfee spielen und den Verlierer ermitteln. The loser is unser Bundeskanzler. Tja, Herr Kohl, das war's dann wohl. Wir machen auch nächste Woche wieder einen Promi fertig. Garantiert. Hahaha.